Hallo, willkommen beim Golf Newcomer. Falls du es noch nicht gemacht hast, bitte abonniere Golf Newcomer. Ich möchte wirklich dir, der Spieler mit Handicap zwischen 45 und höher, helfen, dieses Jahr richtig runter mit dem Handicap zu kommen, unter 36 vielleicht, oder? Ich möchte über die lange Putts oder die etwas längere Putts reden. Und ich möchte bitte, dass du mir versprichst, Folgendes zu tun. Also die lange Putts haben meistens ein bisschen Break. Also in diesem Fall, dieser Putt hat ungefähr 30 bis 40 cm Break von rechts nach links. So, klar, ich könnte über den Ball stehen und mich ein bisschen mehr nach rechts ausrichten und dann putten. Aber das ist super schwierig von diesem Blickwinkel zu sehen, ja, wie weit rechts man stehen sollte. Man möchte so ein Ding einlochen. Warum nicht? So, ich schlage vor, dass du als erstes das Grün liest, hinter dem Ball stehst und versuch mal dir die Linie des Breaks zu sehen oder vorzustellen. Und dann musst du einen Punkt auf dieser Linie finden, vor dem Ball. Und das ist der Punkt, der sehr hilfreich sein wird, weil du kannst jetzt und solltest jetzt den Putter zu dem Punkt ausrichten. So, die Schlagfläche zeigt zu dem Punkt. Jetzt kann ich meine Füße zum Putter ausrichten. Und jetzt bin ich genau richtig, denke ich, ausgerichtet für so einen Break. So, jetzt brauche ich nur an meine Geschwindigkeit zu achten und schauen, wie was passiert. Komm rum. Nicht ganz. Okay, und so wirst du in der Regel besser putten von dieser Richtung. Und ich denke, du wirst auch so mehr Putts lochen. Okay, so hoffentlich sind die Grüns jetzt trocken bei dir. Jetzt kannst du schön putten, trainieren und Spaß haben. Tschüss.